So, und wieder Let's Play Fallout 4 und ihr seht, ich habe es endlich geschafft zuzuweisen, es war einfach so simpel und man musste nur hier auf V, dann kann man nämlich jemand befehligen und dann sagen hier zuweisen, also simpel, aber naja, man muss es halt auch einmal machen und jetzt kann ich mit Ronny endlich reden. Gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen. Das wäre gut. Damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Okay, begib dich ins Zielgebiet. Optional, lass dein Radio eingeschaltet, okay. Wirf eine Rauchgranate. Wo habe ich denn die Rauchgranaten? Ich habe vorher noch eine mitgenommen. Rechtmäßige Raketen, Plasma. Ah, da. So. Da raucht es schon ordentlich hoch. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Oh, ich höre schon. Die machen da schon was. Oh, da ist mein Telefon. Muss ich gleich zurückrufen. Ist jetzt natürlich viel wichtiger, da zu sehen, was da jetzt passiert. Okay, ich gehe da mal ein Stück weg. Ja, die Granate, die kommt ordentlich. Alles klar. Okay, Jungs, ich hab's verstanden. Okay, damit kann ich arbeiten. Die haben ihren Spaß, ich sehe das schon. So. Sprich mit Preston. Hey, Preston, hau mal rein. Zeig es mir. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Absolut. Sie ist die Einzige, die die Burg noch als Hauptquartier der Minutemen kennt. Sie wusste von der alten Waffenkammer. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Okay. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Was gibt's denn? Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Danke. Danke. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Mittlerweile ist dir sicher klar, wie sehr mir die Minutemen am Herzen liegen. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Ja, hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon, Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch.
Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Ja, hallo, ich bin hier der General, natürlich. Aber... Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Gern geschehen. Jederzeit, Preston. Danke, Mann. Wir sollten da mal besser weiter. Entschuldigung, General. Hast du kurz Zeit? Ich hab doch gerade mit dir gelabert. Jederzeit, Preston. Nochmal? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Sieh dir an, wo wir damals standen und wo wir jetzt stehen. Einfach. Alter, was ein Monolog. Danke für dein Vertrauen in mich. Tut gut, das zu hören. Besonders von dir. Wir sind ein gutes Team, General. Da besteht kein Zweifel. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. So, wenn du jetzt mich nochmal volltexten willst, kannst du dir schenken. So. Also, da ist alles im Lot. Hier läuft's. Deswegen schauen wir uns an, was es hier noch so für Missionen gibt. Nordhagen Beach. Taffington Boathouse. Ja, machen wir doch das mal. Wohin müssen wir? Was sagt die Karte? Da hoch. Habe ich noch nicht erforscht. Das heißt, ich kann... Dann der von der Kinderkrippe aus. Geht's doch gut und schnell dahin. Die Lasermuskete. Ein schönes Ding. Jetzt habe ich noch meine Minigun in der Waffenkammer liegen. Naja, egal. Wer braucht schon eine Minigun? So, und querfeldein wird gelaufen. Ich denke mal, die Mission werden wir in der Folge locker zusammen hinbekommen. So. Ja, hast du nichts gemacht? Natürlich war es alle. Ich habe sie auch getötet. Wieder eine Stadt, wieder ein urbaner Ort, wieder was, wo ich bestimmt gleich auf die Schnauze bekomme. Da freue ich mich doch immer. Der Firmenhauptsitz von Slocombs Joe. Schauen wir, ob es hier Vorkriegsgeld gibt. Oder irgendwas anderes Tolles. Eine gute Kaffeemaschine. Jetzt geht's los. Kampfhund. Da steckt aber einiges ein für so einen Kampfhund. Und der kommt einfach von oben. Kannst du ja nicht sagen, dass da keiner mehr ist. Und nur der Kampfhund war. Bewegung entdeckt. Unsere Stimmen werden hier drin gut zu hören sein. Wir sollten also vorsichtig sein. Auf jeden Fall ist hier irgendwie schon was geboten. Okay. Alles klar. Ich bin erschrocken. Hast es geschafft. Vielen Dank. Kommt jetzt auch noch was Cooles oder bleibt es jetzt dabei? Ah. Da war doch jetzt was Gutes. Seife. Wer braucht schon Seife? Ich wasche mich doch eh nicht. Oh, da geht's rein. Das ist jetzt eher überraschend. Hey. Ich wusste es. So, ich nehme mal eine Granate da zur Hand. Wofür habe ich sie denn dabei? Wieder ein Sieg für die Minutemen. Jo.
So, Jungs und Mädels. Bevor ich das ewig viel Schuss verschieße, dachte mir, geht's auch so besser. Ich habe jetzt Splitternack gelesen, statt Splittermine. So, das Kampfgewehr. Nicht so spannend. Schreibtisch? Wo kann ich den Schreibtisch entsperren? Aha. Geschafft. Ein Kristalldekanter. Okay. Ja, nehmen wir doch jetzt einfach mal. Wiegt der eh nix. Der ist interessant. Ja, läuft auch gut. Schön. Ein Brumbis-Rezept. Und Vorkriegsgeld. Das kann ich verkaufen. Ja, so, bin ich hier fertig. Sonst gibt es hier ja nichts mehr, wenn ich das so richtig sehe. Ab wieder raus ins Commonwealth. Bin ja gespannt, wen ich da jetzt noch draußen begegne. Weil so wirklich angehört, als ob da draußen Ruhe wäre, hat sich das ja vorher gerade nicht. Besonders hier ja. Nachdem auch die Explosion da war. Die hat mich jetzt, war jetzt nicht so verheißungsvoll. Wow! Erschreck mich doch nicht so hart. Uiuiuiuiui. Steht der da auf einmal so, wo ich ihn nicht erwartet hätte? Alter, ich bin da echt. Ja, ich weiß, ich bin Mädchen. Ich kann damit leben. Oh. Ihr schaut nicht so gut und gesund aus. Soll ich das jetzt einnehmen? Ja. Das Geräusch da. Was das sein? Da gibt es bestimmt ein bisschen Munition und ein paar nette Sachen für uns. Da muss ich ja wahrscheinlich da rein, um dass es da weitergeht. Ja, das gucken wir uns jetzt an. Die Zeit nehmen wir uns. Auch wenn ich schon wieder hier da sitze mit Gänsehaut und ich schon wieder mehr am Erschrecken bin als irgendwas anderes. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Der war gut. Was wird da sein? Den Ort würde ich nicht gerne angreifen müssen. Ja, zu spät. Wieder spielen Streich. Lass das Geräusch sterben. Auf das alle Wacht, um zu glauben, oh, da ist einer. Mal menschlich war. Alles klar? So, auch weg. Doch, 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 da ist schon was gewesen. Erstmal mache ich hier den alles sauber. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt geht's, dann loote ich mal schön. So, jetzt sind da noch ein paar unten und einer oben scheinbar. Jetzt kommen sie langsam aus ihren Verstecken. So, du bist weg. Noch dich. Komm, auf die Distanz. Oh. Naja, muss ich es halt wieder selber machen. Ja, da unten ist noch einer. Legen wir los. Was wäre das?
So, ich glaube, jetzt dürften soweit alle down sein. Schaut natürlich... Nee, doch wohl noch nicht alle down. Also von dem her geht's weiter. Mein Telefon wird langsam nervig. Na, in dem Spiegel befindet sich mal nix. Klemmbrett. Ölkanister. Eine Tür. Also wie gesagt, wenigstens findet man hier immer gut Munition. Jetzt kommt noch einer von denen. Muss mir gleich noch entgegenkommen. Ich weiß es jetzt schon, ich werde aber trotzdem wieder erschrecken. Terminal. Was kann ich denn da wieder machen? Das Hacken wird wieder unglaublich schwierig. Ich kenn's doch. Ein Treffer. Kann ein S am Anfang sein. Auch ein Treffer. Nee. Okay, das war nix. Man weiß ja nie. Da könnte was Nützliches drin sein. Ja, deswegen probieren wir es nochmal weiter. Munition können wir immer gebrauchen. So, wieder das S am Anfang vielleicht. Ne, also S und S am Ende ist es nicht. Das heißt, das P, das I, das R, das E. Okay, das P ist es auch nicht. I, R, E vielleicht. Ne, war es auch nicht. Also mit einem Treffer ist es unglaublich schwer. Da braucht man echt schon echt ein Ding, wo zwei Treffer rauskommt. Ich bin für dich da. Ja, ja, ich weiß schon. Wieder 0. 0. Oh Gott. Das ist echt nervig. Also da muss ich sagen, da gefällt... Also das Hacken finde ich echt nicht so gut gemacht. Weil es einfach nur dummer, purer Zufall ist. Bis man mal ein Wort hat, wo man wenigstens mal zwei Treffer hat. Da hat man 0. Da hat man jetzt einen. Das heißt, man könnte hoffen, dass es vielleicht C ist. Oder... Also es könnte wieder mal so gefühlt fast alles sein. Jetzt können wir mit was arbeiten. Also wenn da war ein Treffer und da sind es jetzt zwei. Das heißt, das B könnte es natürlich sein. Ach Mist, ey. Das ist zum Mäusemelken, dieses Thema Hacken. So, vielleicht das F. Jetzt kommen wir langsam klar. Also das F ist FA vielleicht. Nee. Okay, FA ist es halt schon mal gar nicht. Das ist ja schon mal super. Das heißt CI... CING vielleicht. CING, was gibt's denn da? Nein, IN. Geschafft. Ja. Gott, endlich. So. Woher weißt du denn, wie man sowas macht? Jetzt ist nur die Frage. Wo ist der Safe? Jetzt habe ich einen Safe geöffnet, wo ich gar nicht weiß, wo der Safe sich befindet. Das ist ja cool. Ach da, ich Depp. So, alles meins habe ich mir redlichst verdient. Munitionskiste, die entsperre ich immer liebend gern. So, nach links geht's also. Zack. Cool. Yep. Schrotpatrone, alles dabei, Impulsmine, Blut, ne. Linkes Beinknochen brauche ich auch nicht. So ein ganzes Skelett brauche ich auch nicht. Kronkorken, Schrot nehme ich allerdings wieder mit.
Waschbecken, trinken. Nee. So. Da hinten sind sie. Geräusch. Oh. Zeit zum Sterben. So, und jetzt nochmal. Naja, egal. So. Wenn der legendäre Gegner mutiert, dann muss ich halt einfach da dementsprechend weiterhelfen. Unaufhaltsam automatische Laserpistole. Schaden. Macht aber deutlich weniger als die, die ich habe. Praktisch mit der... Aber ich habe gerade... Da hat es doch gerade schon wieder einer gesagt, von wegen... Warum muss ich die jetzt nehmen? Wollte ich gar nicht. Okay, auf jeden Fall sind sie alle wach. Nur eine Frage der Zeit, bis sie kommen. Komm, Mutantenhund. Mutantenhund war es schon mal. Also es sind auf jeden Fall hier noch sehr, sehr viele Gegner über. Aber da kommt jetzt erstmal keiner. Das heißt, ich loot mal weiter. Weil, wie gesagt, schadet ja definitiv nicht, mit ein bisschen Munition umherzulaufen. Musik ist mir zu anstrengend. Den Aufzug, da komme ich dann zu denen hoch. Ich? Feige Menschensau. Ganz schön mutige Worte. Ja, ich fahre jetzt mal hoch. Ist mir jetzt egal. Früher oder später, du müssen rauskommen. Ja, ich komm schon. Ich komm schon hoch zu dir. Bleib mal geschmeidig. Hoffe ich, dass ich jetzt hochkomme. Achso. Der einzige Aufzug, den man zwar schießen kann, aber der nicht fahren kann. Okay, der ist außer out of order. Dann gehe ich doch da nochmal hoch. Hallo? Was? Wer da sein? Jemand da? Hallo? Das Geräusch da! Was das sein? Wir spielen keine Mensch! So. Wer hat denn da geworfen? Ich glaube, ich habe hier so was. Da sind sie ja. Ja, da sind sie. Die sind aber auch hier nervig mit ihrem Werfen. Gibt's doch nicht. Ah, da. Komm, bleib stehen. Siehst du was? Kannst doch nicht glauben. Den Gegner aus dem Blick verloren. So, jetzt noch der letzte und dann haben wir sie alle weg. Jo, was wolltest du sagen? Ich hab dich nicht so schwer... Oder nicht so einfach verstanden, weil du warst damit beschäftigt zu sterben. Solche Schwallköpfe habe ich ja gern, gell? OP-Schlüssel. Keine Ahnung, wofür ich den noch brauchen könnte. Eine Zahnbürste auf jeden Fall eher mal nicht. Also auf jeden Fall waren die alle sehr brave U-Bahn-Fahrer. Also ich glaube, es gibt nichts, wo mal keine U-Bahn-Marke da hier gerade ist.
Ich würde aber gerne noch ein bisschen Munition nehmen. Ist doch in so einem Krankenhaus das Normalste der Welt, dass da Munition rumliegt, oder nicht? Da war ich schon drin. Ich komme nämlich langsam auch durcheinander, wo ich jetzt hier schon war, um ehrlich zu sein. Da ist es der Aufzug, den ich schon einmal betreten habe. Okay, da war ich. Okay, alles klar. Hier war ich schon. Da gibt es auch sonst nichts mehr. Stimpak. Spiegel sind alle kaputt. Da geht's nicht rein, da komme ich rum. Das heißt, ich kann noch einmal hier auch oben gehen. Da war ich nämlich so gesehen noch nicht. Da, wo der eine hergekommen ist, da vorne nämlich. Da war ich doch eigentlich, oder? Ah ne, so gesehen, da war ich noch nicht. Alles klar, ich bin im Bilde. Ah! Den Code kann ich nicht knacken. Wäre da was Tolles gewesen? Ja, so ein bisschen was vielleicht. Schade, schade. Aber warte mal, ich brauche... Terminal. Ist mir eh zu doof. Dauert eh wieder Stunden. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Das glaube ich auch. Flaschen, Flaschen. Nee, aber ich glaube, hier habe ich soweit alles durchforscht. Ja, dann gehen wir jetzt wieder raus. Und sobald wir draußen sind, können wir dann eh die Aufnahme und die Folge beenden. Eigentlich wollte ich ja hier, wie gesagt, das nochmal so nebenbei machen, aber es hat sich dann doch länger und aufwendiger herausgestellt, wie es dann jetzt am Ende gelaufen ist. Von dem her, aber trotzdem war hier viel Action, viel Gänsehaut und alles dabei, was ihr so sonst sehr gerne habt und schätzt. Dementsprechend hoffe ich, euch hat's gefallen. Jeder Schuss muss sitzen. Es hat euch gefallen und ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Caramba.